Hallo zusammen, wir sind hier heute bei Bauer Music. Mein Name ist Ela Querfeld und ich bin hier heute für Roland, um euch das LX7 mal ein bisschen zu zeigen. Und bevor ich lange rumschnacke, spiele ich euch erstmal was vor, damit ihr einen kleinen Höreindruck bekommt. Okay, dann fangen wir mal an. Was sind jetzt also die Vorzüge des LX7 im Vergleich zum HP 605? Wir fangen mal mit der Optik an. Wie man schon sehen kann, ähnelt das LX7 viel mehr einem akustischen Klavier. Das heißt, wir haben einen viel größeren Korpus und damit natürlich auch viel mehr Raum für Klang. Und um diesen Raum auch zu füllen, haben wir gleichzeitig an dem akustischen System, also an dem Lautsprechersystem gearbeitet und haben dem Instrument zwei riesengroße Lautsprecher im Gehäuse unten verpasst. Die sind satte 25 cm groß und machen das Instrument einfach zu einem absolut vollwertigen Hi-Fi-Ersatz für zu Hause, fürs Wohnzimmer. Das heißt, es ist ein super Lautsprechersystem, um es zum Beispiel für Bluetooth-Funktionen wie Bluetooth-Audio zu nutzen oder was auch immer. Klingt einfach super genial. Ein weiterer Vorzug ist, dass wir hier einen ausklappbaren Notenhalter haben, der natürlich einerseits den Blickwinkel stark verbessert, klar, und auf der anderen Seite, und das ist die coole Idee dahinter, wir verändern den Gesamtklang, denn dadurch, dass wir jetzt hier eine kleine Öffnung haben, verändert sich der Weg des Schalls und wir haben einfach noch einen viel brillanteren Klang. Mega Idee, klingt super, müsst ihr mal ausprobieren. Das LX7 gibt es in verschiedenen Farben, so wie wir es hier sehen in Nussbaum, oder auch in Schwarz-Matt oder Schwarz-Hochglanz. Und bei Bauer Music gibt es auch noch eine Special-Edition. Die wäre dann in Schwarz-Hochglanz und dafür aber mit silbernen Applikationen und einem Hochglanz-Panel in Hochglanz-Schwarz. Dann würde ich sagen, ran ans LX7 und ausprobieren. Viel Spaß!